Wir haben hier den Breversee. Es ist ein Hochmoorsee auf 1600 Meter Höhe mit dem Schießgebäude des historischen Brever Schützenvereines und hat eine große Besonderheit. Man schießt von diesen Luken aus hinüber, wenn ihr schaut, auf das Spiegelbild dieser rot-weißen Scheiben im Wasser. Und von dort prallt das Geschoss ab und trifft exakt den angepeilten Punkt auf der Scheibe. Und das ist nur möglich, weil das Wasser aufgrund seiner physiologischen Zusammensetzung einen Härtegrad aufweist, der das zulässt. Das könnt ihr auf jedem anderen Wasser in Europa versuchen, wird das nicht funktionieren. Es geht nur hier und gegenüber am Schattensee in der Steiermark. Das sind die beiden Seen in Europa, wo das Wasserscheibenschießen funktioniert. Deshalb hat man auch seitens der UNESCO diesen Brever mit seinem Wasserscheibenschießen in die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen. Ihr seht diesen tiefgrünen, wunderschönen Moorsee, der sehr, sehr warm ist im Sommer. Warum? Weil das Wasser nicht absickern kann, sondern durch einen Ablauf da vorne weggeht. Der See erwärmt sich sehr schön und ist einer unserer beliebtesten und schönsten Badeseen, die wir haben hier im Lungau. Schaut, da oben haben wir den Gipfel des Brevers. Das ist eigentlich der Hausberg der Damsweger, mehr oder minder auch der heimliche Hausberg der Lungauer. Aufgrund der letzten Tage haben wir Witterung gehabt, wo es bis auf eine Höhe von 2300 Meter weiß ist. Es ist ein wunderschöner Wanderberg mit einem perfekten Weitblick in den Lungau. Wisst ihr, was das ist? Das ist das gefleckte Knabenkraut. Eine ganz natürlich wachsende Orchideenart, strengstens unter Naturschutz, wunderschön. Salat, es schmeckt irrsinnig schön noch, hat eine ganz, ganz leichte Schnittlauchnote. Ein bisschen süßlich. Über diesem Rücken sind wir direkt im Überlinger Moor, Kernzone Biosphärenpark. Wunderschönes Gebiet, absolut naturbelassen.